Ja, und dann ein herzliches Willkommen zum Stream. Ich stream mal wieder und bin wieder zurück im Wilden Westen bei Red Dead Redemption 2. Ja, letzten Mal habe ich hier, war ich bei dem Labor, da liegt ja noch der Professor drin. Ein sehr trauriges Ende letzten Endes, aber er wollte ja auch die Weltherrschaft, das hat man herausgefunden. Heute werde ich auf jeden Fall, ich habe mir herausgefunden, wo der Roboter ist, der sich da selbstständig gemacht hat. Ich weiß ungefähr, wo er liegt. Da werde ich heute auf jeden Fall hingehen. Ja, und dann lasse ich mich so mal treiben, ne? Sir. Wrong feller. Eventuell hier mal ein paar, dachte ich, gehe ich mal den legendären Tieren nach. Aber bis dahin... Audi. Du hast das Revier eines legendären Tieres betreten. Genau da wollte ich hin. We're fine. Anyway. Oh oh. Heftig, Mann. Bestimmt schlecht, ne? Ich bin immer wieder überrascht von was die Tiere eigentlich einstecken können. Muss ja schlecht sein, ne? Ich denke mal, hätte ich mit den. Okay, there. Hier mit der Knarre hier drauf geschossen. Da wollte ich auf jeden Fall mit den Elch erledigen. Dann denke ich mal, wäre das besser ausgegangen. Aber naja. So, hier ist die erste Spur des legendären Tieres. Und das ist hier Baumabrieb. What's this then? When you make these? A while ago? Hinten sieht man dann den nächsten Kreis. Ach, Kreis, wie heißt das? Den nächsten. Oh, guck mal hier. Eine Forelle, oder was? Der ist aber zahm. Den kennst du zu verdrücken. Also die nächste Spur, die wird ja immer mit diesem gelben Sprühnebel angezeigt. Den zwar haben wir. Die Geräusche sind ja mal mega cool gemacht. Ja, Jagen ist ja eine ganz große Sache hier bei Red Dead Redemption, ne? Nach dem Kraut bin ich eigentlich nicht auf der Suche, aber man nimmt ja mit, was man kriegen kann, ne? Ich schweif mal meinem Hirsch, ach mein Hirsch, mein Pferd her, weil sonst ist das nachher wieder außer Reichweite. Was haben wir denn hier? Fell? Hier. You close?
oben. Das ist immer heftig, ey. Ich wollte das dir gar nicht erschießen. Ich fand das viel zu schön gerade. Aber auf der anderen Seite greift er mich jetzt an. Also für ihn wäre es besser, wenn er mich angreift. Ich dachte immer, Kopfschüsse würden dazu führen, dass die dann direkt down gehen. Das ist ja ein echt schönes Tier, ne? Also ein echt kann ich sowas nie schießen. Das ist doch ein Wunder der Natur. Aber ich glaube, ich bin auch kein Jäger, ne? Die richtigen Jäger, die wollen das in ihrer Sammlung haben, ne? So, jetzt haben wir ein richtig großer Brocken, ne? Heftig einfach. Was ein Ding, der einen Fisch entdeckt. In der Nähe des Flat Iron Lakes wohnt jemand, der für sein Interesse an Fischen bekannt ist. Ein legendärer Elch. Mal ohne. Heftig, Mann, ey. Ich finde das immer mega cool, wie die Tiere aussehen. Also das hat man auch. Oh, guck dir das Geweih mal an hier. Ultra krass, wie die das dargestellt haben. Naja, dann werden wir ihn mal häuten. Ne? Also ich habe gelesen, dass das letzten Endes egal ist, wie man dieses Tier umbringt. Tötet, sag ich mal, nicht umbringen. Man bekommt immer ein gutes Fell. Bei den anderen ist es ja so, da muss man ja aufpassen. Schieße ich jetzt in den Kopf, kriege ich beispielsweise gutes Fell, aber das von legendären Tieren ist immer... Na gut. Was traurig, wie der jetzt aussieht, ne? Nimmt man den das Geweih ab. Ich bin auch neugierig, was hinter diesem Wasserfall ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie eine geheime Höhle ist. Ach, wahrscheinlich hier. Ein legendärer Fisch. Ich glaube, ich hatte nur ein einziges Mal einen legendären Fisch. Das war diese Mission mit dem Typen, der in dieser Anglerhütte wohnte. Hier sind Leichen. Was machen die denn da? Und ja. Seitdem weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie man wirklich an die rankommt. Ich muss das einfach mal ausprobieren. Bei so legendären Tieren kann man ja letzten Endes nichts falsch machen, weil man hat da so ein paar Hinweise, denen geht man nach und dann irgendwann trifft man auf die legendären Tiere. Nur bei Bären, oder Alligatoren, da würde ich vorher nochmal nachgucken, weil die machen einen schon schnell mal kalt.
bin, das ist immer so gemütlich. Bei Red Dead Redemption kriege ich immer so ein Gemütlichkeitsgefühl. Man sitzt bequem. Und dann ist man wirklich in so einer anderen Welt drin. Ach nein, nicht jetzt. Ich will den schon. Ist er wie dieser nackte Mann? Nein, weg, 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 weg! Und weg bin ich. Das Fell ist nicht weg, das ist jetzt beim Trapper, ne? Also darum muss ich mir keine Gedanken machen, aber. Bin gerade noch ein bisschen, wie soll man sagen, noch ein bisschen abgefuckt. Weil das hätte ich gerne geschafft, weißt du. Und irgendwie habe ich es echt nicht hinbekommen, also. Ich wollte eine andere Knarre ziehen, aber ich hatte ja nur die und die bringt mir noch weniger und. Ja, ich hätte auf beide gehen können. Das stimmt, das hätte ich machen können. Muss ich mir immer eine Knarre da hinlegen. Wenn ich eine Knarre brauche, dann ist sie nicht da. Wie gesagt, das Fell ist mir nicht verloren. Und die Mission, die wird sich nochmal wiederholen. Weil dieser nackte Mann, der ist mir schon mehrmals begegnet. Gehe ich mal zum Crapper und guck mal nach meinen legendären Pill. Ja, und danach werde ich mal Richtung Nordwesten reiten, weil da ist nämlich so ein. Da habe ich noch eine Mission offen und da ist auch ein kluger Junge. Also die letzte Mission, wo das Roboterteil ist, das möchte ich mir gerne holen. Mit denen hier. Den will ich mir auf jeden Fall immer. Ob ich immer auf Seite legen, weil ich habe immer das Pech.
Irgendwie mache ich da was falsch. Bei Red Dead sind die Waffen teilweise einfach nicht ausgerüstet. Naja, mal gucken. Yo, howdy, Bruder. Howdy, Bruder. Welcome back, sir. So, what do you have for me? Alright, let's have a look. Brustdrüse. Gegenstände. Ja, also ich habe es noch und ich muss den nicht kaufen. Also nicht verkaufen, sondern kaufen. Und wenn man denn hier unter Begleitung guckt, dann Bärenjäger. Wieso sieht er so komisch im Gesicht aus, als wenn der mit Gelee hingeschmiert wäre. Geisterbison. Der weiße Bison. Hauptquartierjäger. Bison fällt perfekt. Rinderhaut perfekt. Biber fällt perfekt. Also quasi, ich renne einfach rum und versuche so viele perfekte Fälle zu finden, wie es gibt. Und dann, Bergbewohner. Das sieht aus wie ein Russe. Ja, auch hier. Letzten Endes muss man jagen gehen und so viel... Legendärer Bär, so viele Tiere in perfektem Zustand bei dem abliefern, wie es geht, und dann hat man auch schnell erfahren. Good business. Was ich jetzt bei ihm suche, ist mein legendärer. Den hatte ich doch, den legendären Gabel. Ah ja, hier. Da wird er angezeigt. Links unten. Noch hier legendäre Kojote. Todesrolle. Da, der legendäre Elch, hier haben wir ihn doch. Dafür braucht man ihn für die Jagdjacke. Oh, sieht ja nicht schlecht aus, ne? Ich mal auf jeden Fall. Der sieht nicht so stylisch aus, sondern der bringt ja auch mehr was. Schließe die Herausforderung Scharfschütze 10 ab. Ja, auch krass. Waffenexperte 3. Oh, ey, das muss ich machen. Weiß schon gar nichts von, Mann. So. Glücksspieler. Entdecker? So, was ist denn Überlebenskünstler? Na, okay, wird nicht weiter erwähnt. Dann gucken wir mal. So, das ist mein Tagebuch. Aufgaben, Herausforderungen, Bandit. Stadtbewohner überfallen, Entdecker, Schatz gefunden. Glücksspieler, Blackjack-Hände nach verdoppeln. Das habe ich letztens versucht. Habe auch die Zeit gestoppt. Ging nicht. Muss ich nochmal probieren. Zwei Tierarten mit demselben Deadeye. Wäre machbar. Zwei Tierarten oder zwei Tiere? Also wenn da jetzt so eine Gruppe von, wenn jetzt so eine Herde Schafe rumrennt, dann stehen die oft mal nah beieinander, ne?
ist es einfach, aber wenn da jetzt aber ein Schaf und ein Hirsch, ne, die sind nicht oft nah beieinander. Mit Gewehr getötet. Okay. Dann werde ich mich auf jeden Fall da jetzt mal nachsehen. Ich soll einen Stadtbewohner überfahren. Das wäre auf jeden Fall machbar. Und das hier muss ich mal machen. Aber mit Gewehr. Gewehre habe ich ja hier. You're very kind.